Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu Minecraft Island. Sieh ab, kleine Katze. Ja, und zwar, wieso ist jetzt die Katze hier und warum ist hier alles erstmal begradigt? Ich sage euch, das hat ein bisschen gedauert. Ja, warum hier die Katze ist, ist, ich war ja am Buddeln, der war so, okay, dann noch eine Folge heute Abend und dann ist Feierabend. Und auf einmal spawnt die vor meiner Fresse, erschreckt mich, kriegt einen Herzinfarkt des Todes. Aber ihr geht's gut. Genau. Frische Fische und so. Das ist erstmal die Plattform, die ich vorbereitet habe für das Haus, was wir heute bauen werden. Ich werde erstmal meine Inventar aufräumen, dann Katze ins Haus scheuchen. Genau. Dann will ich gucken. Das weg. Okay. Wolle, Wolle, Petri. Okay, hier packe ich erstmal das ganze Futter rein. Hier. Die also Lebensmittel generell. Jetzt zack, zack, ab. Jetzt kann ich gleich mal. Jetzt muss ich auch erstmal wegstellen. Schmelzofen auch, hier auch. Ziegelsteine ist in Ordnung. Verarscht auch nicht. Oben. Erde. So. Wie wollen wir das Häuschen bauen? Du Katze, wow. Da. Genau, so hat sie sich zu mir teleportiert und dann denke ich mir so, ja, ich bin jetzt gerade 10 Jahre gealtert. Steht ab, Bruder? Oh. Nice. Katze, du kommst erstmal her. Schnauze. Huch. Ja, genau. Ich mache die Tür nicht auf. Du hast mich enttäuscht. Hallo, Schäfchen. Ja, ich habe mir überlegt, wir haben jetzt einen Bogner und wir haben einen Tränkehersteller, aka Alchemist. Und wie wäre es, dass wir wirklich nur eine Wolle gegeben? Wie wäre es also mit Partner reinpacken? Wenn wir. Was soll ich sagen und nicht lügen? Das heißt mal das hier. Bruchstein. Und hier Slabs. Dann brauchen wir noch zwei Kisten. Wir brauchen noch zwei Türen reichen. So. Und noch ein bisschen Holz für Betten. Und apropos Betten, dafür brauchen wir Wolle. Habe ich wieder noch eine Werkbank drin? Nö, ne. Ihr wollt hier vor der. So. Und jetzt gehen wir munter ans Werk, Mr. Freeman, munter ans Werk. Schmiedetisch, Werkbank. Und der erste Block wird gesetzt. Ah! Perfekt. 18 Betten. Holy moly. Jetzt wisst ihr hoffentlich auch, warum wir eine Kiste mitgenommen haben. Die werden wir alle brauchen. Früher oder später. So, dann wollen wir mal. Lass mich ein bisschen aufräumen. Wie machen wir das? Es soll ja kein viereckiges, es soll ja kein viereckiges, öckiges. Wir werden beobachtet, Freunde. Da steht eine Kuh auf dem Flur. Ja, eine Kuh auf dem Flur. Alter. Das war ja fast gut. Leider auch nur fast. War drei. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da theoretisch stimmt das ja schon reichen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moment. Nein. Kennt ihr das, wenn beim Zocken einfach der Mittelfinger zu schwach wird und einfach so, ich lebe mich jetzt hin. Und dann hast du schon die rechte Maustaste gedrückt. Das passiert mir so oft. 1, 2, 3, 4. So. Rein theopraktisch wird das am Ende des Tages wahrscheinlich scheiße aussehen. 1, 2, 3. Die Frage ist, habt ihr schon ein Like da gelassen? Nee. Die Frage ist natürlich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Eingang. Eingang ist der Bruder von Zweigang, nicht von Wolfgang.
Lasst euch da nicht so Bullshit erzählen von mir. Ich hab doch selber keine Ahnung. So und so. So und so. So und so, zack, zack. 1, 2. Jetzt haben wir hier theoretisch 9, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 9. Okay, das heißt, hier kommt die Türen. So. Und dann so. Wir machen es erstmal. Das ist ziemlich strange, dass sich die Textur ändert oder wenn man hier. So, wenn wir es hier. Das zeigt es dahin. Jetzt zeigt er dahin. Das hier erstmal nicht reichen. Das ist sehr gut. Alter, genau. Aber wir haben ein paar haben wir noch. Okay. Wird trotzdem lange nicht reichen. Aber ich akzeptiere es erstmal so, wie es ist. So wie es ist. Einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Dann. Wenn wir das so hinbauen. Den dahin. Glas dürfen wir theoretisch noch haben. Haben wir eventuell noch das richtige Stein? Danke. Die Steinziegel. Das wäre ja perfekt. Ich gehe mal nicht davon aus. Eine. Das ist erstmal nicht so viel. Räucherofen. Kohleblock. Ofen, Ofen, Ofen. Wo haben wir nochmal die Öfen im Haus, ne? Ich glaube, wir haben die Öfen unten im Haus, im Keller quasi. Ist auch eine spannende Folge, war. Wenn ich nicht. Hallo, Harald. Ja, wie gesagt, für dieses kleine Würmchen da, könnt ihr gerne einen Namen in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Zap, zap. Was habe ich hier nochmal? Stimmt, die haben ja noch drei Kohleblöcke hingestellt, weil ich bin so funny, Alter. Habe ich hier noch ein neues. Das ist schon mal, ich nehme, glaube ich, ein bisschen mehr mit. Irgendwas, was ich brauchen kann hier. Hier. Nein, Leute, ich komme nicht in Stimmbruch. Ich brauche die erstmal nicht umwandeln, weil es dämlich. Es wird Nacht. Ich stelle es mir gigantisch vor. Ich hoffe doch, ihr habt mir einen Elefant besorgt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Es ist eventuell auch kurz vor 11 und ich nehme immer noch auf. Nee, ich schlaf hier. Weg. Ha? Wir sind auch gleich Level 30. Nice. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, aus dem kompletten Haus verjagt. Das ist mir aber erstmal egal. Erstmal Bumpe, könnte man sagen. So, habe ich hier noch. Und wenn ja, wieso überhaupt? Glasscheibe habe ich doch irgendwo hier reingeworfen. Es ist nicht so viel. Das heißt, tendenziell müssten wir uns nochmal Sand besorgen. Das ist auch erstmal kein Problem. Ja, gefällt euch das, dieses Geräusch? Mir nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, das könnte gut aussehen. So, zapp, zapp. Ey. So, das. Und schlafen. Das spart Zeit und belastet dich, Freunde. Ah, ich kann mich mal am Kopf kratzen, damit die Blutgefäße hier durchlaufen.
So. Danke. Leck. Ich wollte mich gar nicht verbauen. Was passiert aber? Ja, da kommt wieder meine naturgegebene Neugier zustande. Und zwar, wenn wir das so hier so bauen. Hat auch was. Dann machen wir auch. Um mal naturgegebene, wenn ich schon mal bei der Natur bin, naturgegebene Rundungen reinzubringen. Genau. So, zapp, 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 zapp. Ihr beiden weg. Das Schwachsinn, kann ich doch gleich durchziehen. Oder zieh durch. Danke, Bett. Mein bester Freund, das Bett. Auch in Minecraft eine Wonne. Dann baue ich die wieder ab. So, so. Dankeschön. Ich hatte die hier. Aber ich habe gar keinen Bock, halt in Höhlen zu gehen und Eisen abzufahren, ne? Aber ich muss. Weil wir brauchen halt Eisen in diesem Projekt. So. So, zapp, zapp. Kein Schluck mehr, Ryder. So, und zack. Machen wir das auch noch mal kurz ab. Das auch. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch. So. Bauen wir das hier kurz ab. So, haben wir schon wieder Half Steps gespart. Ja, Half Steps. Stufen halt. Schwebt er da oben noch? Keine Ahnung. Das ist nämlich so. Perfekt. Habe ich hier noch irgendwo. Nee. Brauche ich mich halt so hin. Sollte mir auch egal sein. Zack. 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 Dann sollen wir auch automatisch durch Fakes, Digga, das war das Fake, auch einen Block in die Höhe. Das sah eigentlich schon mal ganz gut aus. Ganz gut ist. Okay, natürlich naturgegebene Rundung am Arsch. Das sieht kacke aus. Ich hätte die da oben nicht zumachen dürfen. Aber ich muss es halt abschließen. Ja, passiert. Ich habe keine Sticks dabei, deswegen mache ich mir noch mal kurz welche, weil ich brauche. Habe ich wirklich keine normalen Steine mehr genommen? Wollte mir doch nur eine Schaufel bauen. So. Dann können wir schon mal den Boden ausheben. Vielen Dank. Ist so eine Steinschaufel. Und ich liebe dieses Detail, dass da so ein Schnürchen drum ist, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das sind Details, die mag ich. Und dann muss man auch Sand suchen. Und dann müssen wir Sand brennen. Ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir schon mal die erste Bude für die beiden Vollidioten. Dessen Namen, wenn wir irgendwann mal Nametags haben, ihr auch gerne beschreiben, aussuchen dürft. Kein Username sein von jemand, der zuguckt, aber in die Kommentare schreibt, boah, was ist da los? Oder euer Lieblingsname, Detlef. Keine Ahnung, Eddie Guerrero, dieser Undertaker. Alles möglich. Schreibt einfach in die Kommentare und wenn es mir gefällt, dann werde ich es mal
versuchen, den Text zu organisieren und dann zu sagen, okay, die Katze heißt jetzt Undertaker. Oder nur Taker. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Und auch gerne Vorschläge für weitere Gebäude für diese Welt und in die Kommentare reinposten. Auf dem Weg dorthin könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren, aber natürlich nur, wenn ihr Abonnent seid, sonst findet ihr die Glocke nicht. Und dann haben wir alle ganz schön viel Spaß. Natürlich kostenlos, aber für euch nur ein Klick, für mich aber ein riesen Support. Wir haben jetzt auch während der Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich kein Holz mehr, auch die 70 Abonnenten geknackt, wofür ich mich damit recht herzlich bedanken will, aber eventuell, weiß nicht, eventuell habe ich die verloren. Oder es sind in die 80 vielleicht schon, mal gucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Weil ich bin einfach nur ein Fröbel, der seine Videos im Internet stellt. Ihr wisst Bescheid, so. Ich denke, das sagt jeder. Und ja, okay, ich bin Rocket League, Minecraft und so, da wo ich gerade Bock drauf habe, ne? Das, wo ich gerade Bock drauf habe. Aber trotzdem, krass. Das freut mich immer. Muss ich ja mal gestehen, ne? So. Dann brauche ich jetzt mal wieder die Tür. Ich brauche jetzt vielleicht keine zwei, aber eine. So, damit die Schaufel auch schon mal verbraucht. Ist da irgendwo Sand? Da ist Sand. Das ist aber eine andere Insel. Sind Wasser vielleicht auch? Sand. Ich glaube, was zu essen brauchen. Ich habe natürlich nichts dabei. Ja, schlecht geplant ist nicht geplant. So, ist hier vielleicht irgendwo ein Sand? Und das ist ein Krampf von hier, die Typen nach oben zu schleppen und dann bis zum Haus. Sieht schon cool aus. Wie so eine kleine Base. Drop the base. So, dann nehmen wir doch alles mit. Ja, das will ich euch ja nicht vorenthalten, wie wir spannend aus dem Wasser Sand farmen. Ja, meine eigene kleine Sandfarm. Ja, genau. Wo? Oh. Da. Danke. Ich dachte, die sehen irgendwie vielleicht ekliger aus, aber nee, es sind aber nur blaue Zombies. Ist das ein neuer Text, ist ein neues Texture Pack, ne? Wie haben wir jetzt? 38, dass wir wohl hinkommen, oder? Tendenziell würde ich ja sagen, yo. Praktisch kann ich nicht mehr rennen. So, laufen wir nochmal kurz zurück. Hab ich noch Erde dabei? Ja, ein bisschen. So, dann wollen wir gleich mal erstmal was essen und dann wollen wir Glas brennen. Räusper natürlich nicht vergessen. Und eventuell sollten wir hier auch Fackeln dran bringen. So, zapp, zapp. Theoretisch. Nee, wir gehen nach oben. Muss eh was zu essen holen. Genau hier. Dann verbinden wir den Weg, den wir da schon angefangen haben. Den da. Verbinden wir dann hier hoch. Und dann haben wir... Dort können die aber hier frei rumlaufen. Gehen uns aber exponentiell nicht auf den Sack. So. Stimmt, ich habe noch die 64 Brote. Habe ich noch im Boot. Mein Brotboot quasi. Dann können wir auch gleich vermehren lassen. Also, dass ich schon mal hier bin. Freunde, während das Glas jetzt irgendwie gebraten wird, möchte ich mich erstmal bedanken bei euch. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part, wenn wir dafür sorgen, dass... Hallo? Dieses Häuschen seinen finalen Anschliff bekommt. Bis dann, haut rein und schreibt mal gern.
Das sah aus wie ein Creeper. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Findet ihr eigentlich dieses Texture Pack besser? Oder? Das dürft ihr auch entscheiden. Dummdi-dummdi-dumm. Wir haben ja Zeit, ne? Oder das hier. Ich weiß ja nicht, ob ihr mit der Framerate dann zufrieden seid. Ist auf jeden Fall eher so realistisch. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es in die Kommentare postet. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.